Also am Marktplatz 9 hatte ich auch schon geträumt, ein Firmenschild zu haben, aber das funktionierte nicht dort. Und also mir war so ein Emaille-Schild wichtig, also wie die Ärzte so auf dem Land auch hatten. Ja, und das dann jetzt also praktisch neben lauter Bilder und Skulpturen. Und dann eben auch die Zufälligkeit ein paar Häuser weiter ist ein Emaillierbetrieb. Und wo der, einer der Söhne dann jetzt auch die Firma weiterführt und dann eben auch so ein bisschen im innovativen Bereich sich da bewegen will. Und mit dem habe ich dann dieses klassische Schild neben lauter Bilder und Skulpturen gemacht. Und Gott sei Dank ging das von der Größe nicht, dass da Martin Schröder Berlin untersteht, ne? Weil es einfach so in seiner Schönheit und dann eben auch in der Korrespondenz zu Lotter, ne? Einfach funktioniert. Und das Ganze ist in der Eberhard-Ludwig-Kaserne in Ludwigsburg, die also seit 1996 als Atelierhaus genutzt wird und verschiedene langjährige Positionen, Thomas Weber, Sarah Focke-Lewin und, Johannes Rahwe, sind drin und dann eben auch so über die Jahre ein bisschen Wechsel. Und was an dem Haus sehr interessant ist, also menschlich sind wir irgendwie sehr schwach zueinander, also einfach in der Egomanie hängen geblieben. Aber die Synergie im Haus ist interessant. Also dass jede Position ein eigenes Sujet, also Werk, erarbeitet. Und da gab es dann auch immer mal wieder Tag der offenen Türen und so. Und das hat sich dann im Sande verlaufen und ja, bei mir war es immer wichtig, dass ich eigene Öffentlichkeitsarbeit mache und die jetzt natürlich jetzt auch filigranisiere. Letztes Jahr war im Sonntag ein Interview mit mir, also wo dann also der Aspekt meines Künstlertums und meiner Öffentlichkeitsarbeit beleuchtet wurde. Und da dann eben auch das Wort Galerie benutzt wurde, was auch die Ludwigsburger Kreiszeitung immer mal wieder sagt, zuneben lauter Bilder und Skulpturen. Und jetzt akzeptiere ich das so, nicht? Dass einfach ich ja auch diesen kommerziellen Aspekt mit meiner Arbeit verfolge. Und ja eben auch durch diese Geldkunst, die ich ja seit ein paar Jahren mache, auch, also wenn wir in der Kunstgeschichte spazieren gehen, also auch ja ein Beispiel, ein neueres Beispiel von einer Kommerzialisierung mache. Da dann auch nochmal zu erwähnen, meine Preisgestaltung, die ich selber mache und also nach keinem Index, also oder mich um keinen Index kümmere, dann also auch wieder Preise höher und niedriger mache, also wenn dann Minderwertigkeitskomplexe wieder spazieren gegangen waren. Aber nachher letztendlich die Preisgestaltung auch aus einer Intuition heraus, was ja die ganze Arbeit bei mir beinhaltet, nicht? Oder auch dieses Geführtwerden, dass ich da einfach unreflektiert dann einfach das auch durchführe und natürlich auch immer wieder befrage und teilweise dann auch ein bisschen umstoße oder verändere.